Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Können wir jetzt bei Grimm eigentlich noch eine weitere Nebenmission starten? Moment mal, was ist eigentlich das hier? Dieses SMI benutzen, was ist das? Hey, Sam, hätte ich fast vergessen. Dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. Ja, passt schon. Was? Okay. Versteck neue Spion gegen Söldner. Okay, das ist der Versus-Mode. Aber was hat das zu bedeuten? Versteck, was ist das? Ist es jetzt so eine Story-Mission? Also so eine richtige Hauptmission, oder... Spion gegen Söldner, Spion gegen Söldner, neue Versteck, Solo-Kampagne, neue Paladin. Oder ist es einfach, sind das verschiedene Orte, von wegen ich könnte jetzt zum Versteck reisen und wieder zum Paladin, also zum Flugzeugdingenskirchen. Ach, ich habe keinen Plan, egal. Ich würde sagen, wir starten einfach die nächste Mission jetzt bei Grimm hier, so. Grimm? Hör zu, Sam. Wir haben viel Arbeit vor uns. Vielleicht sollten wir uns aussprechen. Vorbei ist vorbei. Das Wie du sagtest, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Das ist ja wieder der gleiche Scheiß mit den... Hä? Das ist der gleiche Dialog wieder. Erkenntnisse vom letzten Einsatz? Einen Hinweis. Oft merkt man erst, wonach man sucht, wenn es fehlt. Wie bitte? Es gibt Daten, die nicht online sind. Was bedeutet, dass man sie nur als Ausdruck aufbewahrt, weil sie so wichtig sind. Ich weiß zwar nichts über ihren Inhalt, aber ich weiß, wo sie lagern. Dann muss ich jemanden besuchen. Wo? Tschetschenisches Grenzgebiet. Es ist ein Sicherheitsposten. Das SMI fragt gerade die Koordinaten ab. Da sind die Unterlagen. Da sollten auch wir sein. Okay, das scheint mir wirklich jetzt eine neue Mission. Wegen der Dialog war ein bisschen anders. Mission starten. Natürlich wieder solo. Mal gucken, wie die Mission ist. Was kann man da eigentlich ändern, genau? Ausrüstung. Zeig mal her. Hier können wir das Equip ändern, was wir denn so dabei haben wollen. Kontaktschocker. Okay, hört sich interessant an. Brille, was ist Brille? Sonarimpuls. Fügt einen Sonarmodus hinzu, der Gegner durch Wände. Uiuiui, will ich haben. Meins. Will ich haben, will ich kaufen. Was haben wir denn da eigentlich noch? Standardbrille, ja, das... Nachtsichtsystem, ja. Ich will lieber so nah hier. So, zack. Ach, dürfen wir hier nur eine Spuren verfolgen? 6 Stellen an denen kurz vorher jemand vorbeikam. Ja, also. Naja. Was gibt es denn hier eigentlich noch? So OPS-Anzug. Mann. Torso. Stealth. Taktik dieses Maschen. Was und so. Bietet Schutz und Platz für zusätzliche Gegenstände. Okay. Kampf. Exklusiv. Ah. Interessant. Handschuhe. Covered. Taktische Handschuhe. Ich wüsste echt überhaupt nicht, was ich hier nehmen soll. Geheimagent. Ah. Ich werde aber, glaube ich, mal am besten mir sowas hier nehmen, denn ich gehe ja mal sehr schön Stealth vor und da hätten wir dann halt einen weiteren Punkt in Stealth. Oh, guck dir das an, ey. 4 weitere Punkte in Stealth kriegen wir dadurch. Das ist natürlich nice. Gibt es hier noch irgendwas für Stealth? Oh ja, gibt es noch irgendwas für Stealth? Mehr Stealth-Punkte. Ich glaube, das heißt dann so viel, dass die Gegner uns dann nicht so schnell erkennen, wahrscheinlich. Glaube ich. Und dann können wir irgendwie da noch... Da, verringert die Bewegungsgeräusche. Ah, scheinbar kann man doch nicht irgendwie langsam gehen. Man verringert durch die Ausrüstung die Bewegungsgeräusche einfach. Okay, verstehe. Stiefel. Noch mehr Stealth, perfekt. Wie ihr schon merkt. Okay, das ist einfach nur für den Arsch. Kann man machen, wenn man lustig ist, aber dieses Grün gefällt mir eher am meisten. Gold.
Ne, auf jeden Fall, ja. Es ist scheinbar so, dass man sagen kann, okay, man geht auf Kampf oder auf Exklusiv, was auch immer das. Was? Was ist denn das für ein geiler Scheiß? Dann nehme ich aber lieber das. Da ist noch mehr Stealth drin und Panzerung. Ja, toll, jetzt habe ich für den Arsch irgendwas Falsches ausgegeben. Ja, toll. Egal. Haben wir noch was Schönes für die Handschuhe? Exklusiv? Ja, toll. Dann habe ich wirklich umsonst einfach mal das Geld ausgegeben. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall lieber die hier. Und die Hose? Was haben wir da exklusiv? Boah, Alter, kriegen wir viele Punkte in Stealth. Geil. Oh, schön. Stiefel haben wir auch exklusiv. Da ist mehr Panzerung und Stealth-Punkt. Das nehmen wir natürlich. Und Lichter. Was haben wir da exklusiv? Gar nichts. Ja, das war's denn. Pistole. Was haben wir denn mit Pistolen hier? Feuerkraft, Präzision, Magazingröße, gedämpft. Ja, Upgrades ausrüsten. Wir nehmen auf jeden Fall mal lieber die hier. Schwarzmarkt. Wo steht denn bitte, wie viel Gegner wir denn gleichzeitig irgendwie ausschalten können? Steht es da irgendwie? Von wegen, mit der Waffe kannst du irgendwie nur zwei Gegner gleichzeitig ausschalten und so. Na egal, wir nehmen einfach die, die am meisten Schaden macht. Spezialwaffe, was ist denn das? Betäubungswaffe. Interessant. Okay. Und Armbrust gibt's auch. Ja, okay, ich würde sagen, das reicht erstmal. So, meine lieben Freunde, da wäre ich auch schon wieder ein kleiner Cut, wie man gerade gesehen hat. Und in diesem kleinen Cut habe ich mir einfach mal den Koop von Splinter Cell Blacklist angeschaut. Und was soll ich sagen? Die erste Mission war die Mission, die wir in den vorigen Part hatten. Also werden wir nicht mehr Grimm ansprechen, von wegen Mission starten oder überhaupt die ganzen Leute hier. Denn das sind alles Koop-Missionen. Und ich würde sagen, wir kümmern uns eher um die Einzelspieler-Mission. Von daher SMI benutzen. So. Das sind halt die Einzelspielermissionen. Wie man auch da unten sieht, Blacklist-Mission Einzelspieler. Ja? Gut. Versteckt, dann würde ich mal sagen, ja, los geht's. Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunter Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Okay, weiter. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Ich würde sagen, Mission starten auf jeden Fall. Coben, wir kommen, du geile Sau. Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß, komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grimm. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da.
Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grimm sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so. Ja, beenden und Mission starten. Verstecke Benghazi, Libyen. Coben, wir kommen, du geile Sau, du. Lagebericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Sir, Sir, wie viel kostet der Fernseher da vorne? Sagen Sie mal. Wie viel? Was? 100! Mensch, sind Sie bescheuert? So viel! Den kaufe ich nicht. Tschüss! Wie sehen wir denn eigentlich aus hier? Mr. Sonnenbrille, hammergeil. Darf ich hier durch? Du schaust ein bisschen sehr aggressiv aus mit deiner AK. Lass mich bitte in Ruhe. Ich bin nur ein Zivilist. Mensch, was geht denn hier für eine Party ab? Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grim, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. Ohne Spaß, Leute, ich habe so das Gefühl, dass hier gleich die Luzi abgehen wird, ey. Hier steigt gleich eine dicke, fette Party. Naja. So. Ah, da sind auch ein paar Fernseher. Haben Sie eine? In der Gasse. Aber bevor ich hier ein bisschen pinkeln gehe, wie viel kostet denn der Fernseher? Was? 200? Den kaufe ich auch nicht. Fick dich! Mann. Sind die ja teuer. Shukran. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Oh, jetzt sehen wir wieder wie Sam Fischer aus. Hammer und geil. Ich bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seitenlager. Was geht nie ab? Nichts gut. Verdammt, der letzte war aber schwer. Das ist das amerikanische Essen. Die von der CIA fressen mit Cheeseburger und sind tonnenschwer. Hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt. Wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er noch welche haben können. Doch stattdessen kam er hierher. Wenn du dem Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das dein Leben kosten. Oh. Ich bin sicher, die Typen müssen die elenden Feigling-Codes auch nicht verteidigen. Gute Nacht. So ein kleines Tutorial hier scheinbar noch. Okay. Ja, kennen wir ja schon. Wir könnten ihn fragen, wenn er nicht tot wäre. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Bist du witzig. Wie lange müssen wir draußen warten? So lange, wie es sein muss. Wir bewachen die Ausgänge. Wer Ärger macht, wird sofort erschossen. Genau wie ihr. Kannst du erkennen, was sich im Unterschlupf befindet? Negativ. Bin noch in Bewegung. Willst du das nicht? Keine Zeit. Ich gehe jetzt rein. Wie schaut's denn da aus? Okay, da ist einer. Und da ist einer. Dann wollen wir mal da ein bisschen aufräumen. Na denn? Komm mal her, Kollege. Hat keiner gemerkt. So. Schöne Ding. Da gehen sie alle down. Ich hoffe, ich war hier der Einzige irgendwie. Dass hier nicht gleich jemand hereinspaziert kommt irgendwie. Aber schaut gut aus. Oh, Schalter benutzen. Bitte sehr. So. Da geht's nach oben. Wo geht's da hin? Ach, hier geht's wieder in diesen Raum. Mal wieder schließen hier. So. Was geht denn da oben ab? Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir. Dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang.
Gute Arbeit. Okay, gut, aber bevor wir das machen, Schalter benutzen. Wow, wow, wow. Die hat mich hier fast gesehen, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war nochmal knappi, knappi, knapp, knapp. So. Komm schon. Jawohl. Puh. Die lassen wir einfach mal. Scheiß auf die Gegner. Ich hab keinen Bock hier auf das Gemetzel. So. Ich hoffe mal, das ist hier so richtig, wie ich hier jetzt gerade rumkletter. Ja, okay. So. Genug gepinkelt. Du Langpinkler, du. Wie schaut's denn hier aus? Ah, okay. Oh, perfekt. Und auf F kann ich das an- und ausmachen. Okay. Verstehe. Moment, ich hoffe mal. Kann ich ihn auch hier markieren? Perfekt. Ist hier denn noch jemand? Nein. Das ist doch super. Komm mal her hier, Kollege, oder auch nicht. Wie kommen die? Oh. Da ist ja auch noch einer. Mensch. Ist ja auch super. Und den versuchen wir uns jetzt einfach mal zu schnappen. Super. Schönes Ding. Komm mal hoch hier, Kollege. Ich will dich mal ganz kurz wegtragen. So. Aus dem Fenster schmeißen. Das ist ja super. Machen wir mal am besten. Ich hoffe mal, der wird von keiner Wache irgendwie gesehen. Und jetzt kümmern wir uns um den Kollegen. Was macht denn der? Okay, er guckt genau jetzt gerade zu uns. Scheinbar putzt er irgendwie den Tisch oder so. Wir warten noch mal kurz, bis er noch mal dahin irgendwie geht. Denn da könnten wir ihn, glaube ich, gut ausschalten. Macht er? So. Wir schlagen jetzt zu. Zack. Sehr nice. Der fliegt denn auch mal ganz kurz hier aus dem Fenster. Öffnen und aus dem Fenster werfen. Tschüss. So. Den Dreck erstmal entfernt. Muss sein. Und dann kann es hier weitergehen. Schalter benutzen. Machen wir mal eben. Zur Sicherheit. Denn Dunkeln ist immer schön. Schaut's hier aus? Keine Gegner scheinbar. Hä? Achso, das sind Zivis. Ich dachte schon, das wären Gegner oder so. WTF. Schaut's denn mit dem Schalter aus? Oh, dann schalte ich das hier aus. Auch gut. Ah. Kann ich da rein? Ja, ich könnte höchstens die Tür aufbrechen, mache ich aber mal lieber nicht. Eine Spur von der Kontaktperson? Nicht zu sehen. Verstanden. Okay, dann machen wir weiter. Hier ist nix. Ah, oh, wie, jetzt kommt hier gleich ein Gegner. Ja. Ja. Nein, ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. Ach, Scheiße, was geht hier bloß für eine Party ab? Nein, mehr haben wir nicht. Er wollte nicht reden. Ja, sie durchsuchen den Rest davon. Kein Problem. Minho! Was würdest du mir für Kobin geben? So. In your face, Bitches. Alle gefickt. Hallo, Corbin. Guten Tag, wird Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Corbin hier ist, Briggs. Körperbau, Position. Ich hatte vermutet... Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los?
Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in 0, nichts. Okay, Charlie, ist verbunden. Okay, ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos drauf. Wir suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolgeranruf. Übertrage Ursprungsort aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ist eine Polizeistation. Briggs, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Brücke vor. Kriegt Feuerschutz. Oh, fuck. War doch nicht Coben. Ich habe eine Blaupause der Polizeistation besorgt. Sieht nicht gut aus. Milizen haben sie übernommen und befestigt. Negativ. Coben ist unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne ihn. Briggs. Geh weiter, ich lenke ihr Feuer auf mich. Jojo, wo lang? Briggs, du kannst nicht alle stoppen. Positionswechsel. Bestätigt. Ich rücke ab. So. Jetzt bin ich ein bisschen aggressiver, Leute. So, das gefällt mir doch schon mehr. Einfach durchsprinten und einfach mal ein paar Gegner metzeln. Oh ja. Das macht Laune. Verstanden. So, Pussy. Nix drauf. Und zwar alle. Verteilen, alles durchsuchen. Da guckst du blöd, ne? Würde ich auch an deiner Stelle. Wie komme ich denn hier jetzt weiter? Ein paar von uns hat's erwischt. Findet den Feind. Kommt her und helft. Ja, aber. Ich glaube, er ist tot. Oh, das kann sich jetzt erstmal um Stunden halten, handeln. Mann, Mann, Mann. Na, fuck drauf. Fick ich jetzt einfach so auseinander. Ja. Schönes Ding. Oh. Die AK sinkt ein bisschen. I believe I can fly scheinbar. Nice. Sehr schönes Ding. Wollte ich eigentlich nicht, aber passt schon. Wollte ich haben. Na komm, hol ihn dir. Hol ihn dir. Na komm, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Komm her, du Sau. Ich will dich. Ja. So ist brav. Jetzt komm du her. Na komm. Was macht er jetzt? Okay, der nimmt so. Auch gut. Kein Problem. Alles easy. Da kann man hoch. Was? Geht's nicht weiter? Doch. Meine ich doch. So, hier nochmal hochklettern. Sehr nice. Sam, da ist jemand, der ganz oben auf Langleys Fahndungsliste steht. Wenn du ihn festsetzt, lass ich ihn abholen. Ja, auch das noch. Ach, den sollen wir einfangen. Da war ja was. Das war knapp. Alter. Person gesichert. Behörden wurden informiert. Der hätte mich fast gekillt, ey. Hier ist scheinbar sauber. Sehr nice. Aber wir haben ja das hier. Mehr sauber. Grim, wie komme ich am besten zur Kurve? Geh runter auf Straßenhöhe. Okay. Schreib schon. Hilf nach Hilfe ab, dann lohnt
Wie schaut's denn hier aus? Wenn wir da rausklettern, bringt es uns was? Naja. Wir müssen jetzt hier rein. Sagen wir, schnappen uns am ersten Mal den Aggressiven hier. Los, der kommt jetzt wieder her. Ah, den können wir hier rausholen. Ja, Moment. Was? War nicht so cool. Das war definitiv nicht so cool. Puh. Jetzt kommt der hier rein. Ja. Das ist ja super gelaufen. Alter. Mann, das läuft ja echt super hier. Alter. Ah, komm, da rein. Danke. Komm du bitte her. Alter. Was das Nervigste ist überhaupt hier, ich habe hier total die FPS-Schmanker. Schwanker. Die ganze Zeit erstmal. Was? Was willst du denn? Erstmal habe ich hier 60 FPS, jetzt habe ich nur noch 28 FPS. Was ist denn das? Ich meine, so geil schaut die Grafik nicht aus, dass ich hier irgendwie keine Ahnung was habe. Alter, ist das nervig. Mann, das ist doch behindert jetzt gerade. Was schließt du denn die Tür, Kollege? Fuck yourself. Was habe ich hier noch? Da ist der. Wieder die Pistole. Alter. Mann. Dass die immer blocken müssen hier. Und mit der Steuerung komme ich doch nicht so wirklich klar. Ich will mit F ausschalten, aber ist ja auch V. Scheiße hier. Ach, Kacke. Nicht cool. Ja. Endlich vorbei. Mann. Und jetzt habe ich wieder 60 FPS. Jetzt läuft das Spiel so schön flüssig. Warum bleibt das denn nicht so? Oh, das ist echt nervig. Besonders bei so einem Schleichspiel. Oh, es ist... Ey, boah. Mann. Dann will ich jemanden killen und der schließt erstmal schön vor den Heini die Tür. Das klappt ja alles wunderbar. Na. Meine Fresse. Was ist hier los? Ach, ein Doggy. Ruhe. Ja, sorry, musste sein. Ruhe. Vorsicht, Sam. Die Polizeistation ist gleich um die Ecke. Verstanden. Briggs, Statusbericht. Bin fast da. Hab ein Dach 200 Meter südlich der Polizeistation ausgemacht. Mit Blick auf das Gelände und die Straße. Wo sind jetzt die Gegner? Da ist schon mal einer. Hab hier keine gute Sicht. Oh, jetzt habe ich wieder 30 FPS, ey. Alter. Da ist auch noch wieder so ein Hund, ey. Meine Fresse.
Mann, warum habe ich denn 30 FPS? Jetzt haben wir 28. Boah, 26. Na, riecht er mich? Schön. Was ist, Kleiner? Der sich nicht da umdreht, ne? Finde ich auch geil. Ja, klar, warum? Mann, Mann, Mann. Da ist er. Was? Wer hat mich bitte gesehen? Wahrscheinlich eher gar keiner. Scheiß drauf. Och man, das ist doch behindert, ey. Ganz ehrlich, ey. Das Schlimme ist sogar, ich habe die Grafik schon richtig runtergeschraubt, ey. Die Details sind richtig unten niedrig. Alles ist niedrig. Aber ich habe hier so eine scheiß FPS. Was denn das? Sam, wie lautet dein Status? Ich bin drin und überprüfe, ob ich verfolgt wurde. Eine Ahnung, wo Coben sein könnte? Vermutlich im gesicherten Verhörraum. Oberste Etage, Südseite. Briggs, abrücken. Hol den Transporter und komm zur Abholzone. Verstanden. Ich geh rein. Ganz ehrlich, ich überlege mir jetzt sogar schon irgendwie einfach mal das Projekt zu pausieren oder so, bis es halt etwas besser läuft. Wegen so ein Stealth-Game zu spielen, kommt auf jeden Fall überhaupt nicht geil. Wo man richtig am Schleichen ist und der macht dann nicht, was er soll und... Ach, hör mir auf. Ist doch bescheuert. Den Weg nehmen wir mal nicht. Gucken, wie es hier so ausschaut oder... Sollen wir den Weg jetzt nehmen? Nehmen wir doch hier den Weg. Obwohl... Der ist doch ein bisschen blöd. Den Weg hier. Zu nehmen. Ist scheinbar keine. Ach, da ist auch eine Tür. Ach toll. Wo ist der jetzt nochmal genau? Der ist da drin. Okay. Ich hoffe mal, das ist jetzt etwas so richtig, was ich hier mache. Aber glaub schon. Hä? Keiner hat was gemerkt? Er hat ja nur ein bisschen rumgeballert. Ist ja logisch, naja. Ich gehe nach oben. Kein Bock hier. So, was ist hier los? Wenn Sie sich in der Polizeistation eingerichtet haben, haben Sie auch Computer. Wenn du einen findest, schließ dein Opset an und besorg uns Daten. Rede mit mir, Coben. Du blöder Penner. Mach's Maul auf. Warte mal kurz. Da ist auf jeden Fall unser Coben drin. Okay. Das ist gesperrt. Hier kommt aber keiner nach oben, ne? Ne, die sind wirklich alle unten da. Ah!
Gut, zum letzten Mal. Wieso ranntest du zu den Amerikanern? Ich hab dir doch schon gesagt, das hat nichts mit euch zu tun. Ich schwör's. Du sagst also, dass wir zu unwichtig sind, um verraten zu werden. Ist das richtig? Nein, das sag ich überhaupt nicht. Nein, nein, ich wollte sagen... Jolo. Du redest zu viel. Ich dachte, ihr wollt, dass ich rede. Nicht denken. Ist nicht gut für dich. Okay, okay. Fuck. Na gut, ich hab alles verraten. Ich habe Corbin gefunden. Lebt er noch? Ja, noch. Dann würde ich mal sagen, einfach mal durchschließen, ja. Sehr nice. Hallo, Corbin. Jetzt bin ich dran. Danke. Wer schickt dich? Die CIA? Das soll wohl ein verschissener Witz sein. Wenn du wegen der Sache in DC hier bist. Halt's Maul. Nein, 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 nicht! Willst du mich retten? Ich will nur dein Wissen retten. Sitz. Sam, es gibt Ärger. Dein örtlicher Fanclub bewegt sich auf dich zu. Paket gesichert. Briggs, wie sieht's bei dir aus? Nähere mich mit dem Van. Der ist echt hier, um mich zu retten. Bewegung. Na los. Au! Vorwärts. Pass auf mich auf, Mann. Na komm. Ja, komm. Schönes Ding. Schlechte Neuigkeiten, Sam. Die Schicke wohl verstanden. Kann man hier ein Stealth-mäßig vorgehen jetzt mit den Corbin? Ich glaub nicht, oder? Wegen Nahkampf geht bestimmt auch nicht. Und ist ein bisschen schwierig hier mit den Corbin hier. Naja. Nix los. Aber man kann auch schneller hier mit dem Corbin unterwegs sein, das ist ja schön. Briggs, wir sind beim Abholpunkt, wo steckst du? Verspäte mich, die Straße war blockiert. Bring deinen Arsch her. Warte. Das krieg ich hin. Bleib einfach unten. Da kommen mehr! Echt? Ja, sag an, Kollege. Sag an. Ja klar, ja klar. Mach dir Sorgen um die Kugeln. In Position. Verstanden. Komm in deine Richtung. Verdammt, schaff mich hier raus! Bewegung, Fischer! Ja, ja. Mach ja schon. Soll das ein Witz sein? Ich hab nicht mal Schuhe an! Bewegung! Au. Was zum Henker? Fest. Was, wieso? Tu es. Heilige Scheiße! Briggs, wir kommen jetzt zu dir. Ja, haben wir gut geschafft mit den ganzen scheiß Lecks. Also ohne Spaß, Leute. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt wirklich kurz davor, einfach mal zu sagen, pausiert das Projekt, bis das Spiel irgendwie flüssiger läuft. Denn das geht einfach gar nicht. Ich meine, ihr merkt es wahrscheinlich auch wegen, es sind ja nicht nur 30 FPS drin. Es sind ja auch gerne mal einfach mal so 25 FPS auf einmal oder 26 FPS. Obwohl die Grafik richtig runtergeschraubt ist. Ich würde es ja verstehen, wenn die Grafik komplett hochgeschraubt ist, aber irgendwie, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wegen meinem System ist ja nicht so schlecht, dass das Spiel irgendwie lecken sollte, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde ja
ungemein gerne das Spiel weiterspielen, beziehungsweise auch weiter Let's Playen. Okay, weiterspielen könnte ich es wahrscheinlich. Wegen ohne Aufnahme wird es wahrscheinlich eh nicht laggen. Aber mit Aufnahme sieht man ja 20 FPS oder halt besser gesagt 25 FPS und das geht überhaupt nicht klar. Besonders halt, wenn die Grafik runtergeschraubt ist. Oder ich schraube vielleicht noch die Bildschirmauflösung runter. Das könnte ich machen, wegen die ist immer noch auf 16.900. Dann schaut aber die Grafik noch beschissener aus. Aber was willst du machen, ne? Ich hatte eh immer komischerweise ein bisschen Probleme mit Splinter Cell, auch schon bei Splinter Cell Conviction. Da lief das auch nicht so hundertprozentig flüssig. Warum auch immer. Finde ich ein bisschen sehr bescheuert, ehrlich gesagt. Wegen die Grafik, wie gesagt, sieht nicht so geil aus, dass das Spiel hier total am Laggen sein sollte. Oh, verdammt, ist das wirklich nötig? Rede. Okay. Vor etwa 6 Wochen hat sich ein Kunde gemeldet. Er wollte Handfeuerwaffen, Katyushas, verdammte Raketenwerfer, alles halt. Er war bereit, eine Menge zu zahlen. Ordentlich. Es war ein gutes Geschäft. Zu gut. Du warst der Waffenlieferant für Blacklist Zero? Ich beliefere eine ganze Menge Leute, okay? Und für gewöhnlich sprengen die auch keine US-Basen. Wer war's? Alles, was ich weiß, ist, dass sie über den Angriff auf die Wiener Botschaft gesprochen haben, als wären sie stolz drauf. Hunderte Unschuldige starben bei dieser Attacke. Scheiße, genau das meine ich ja. Dieser Kerl ist ein Monster, ein verkackter Irrer, okay? Und dem ist alles scheißegal. Autsch. Stressige Woche. Hab ich recht? Der Alte hier. Au. Was? Verdammt, wer ist der Clown? Du hast dich gestellt, um dich zu schützen. Damit ihr Idioten mich nicht wegen Guam umlegt. Briggs, sei so nett und verstau unsere neue Ladung. Mit Vergnügen. Was meinst du damit? Brim, versuch mit Charlie so viel wie möglich über Cobins geheimnisvollen Kunden rauszubekommen. Wir werden auf die Jagd gehen. Ja. Ich würde aber sagen, dass wir das erst im nächsten Part machen. Vielleicht, wie gesagt, erstmal überlegen, ob ich das Let's Play überhaupt hier weiterführen sollte. Mit diesen ganzen Lecks und so. Ich meine, das zackt schon hart, wenn ich irgendwie am Schleichen bin und zu einer Deckung will. Und das macht er nicht, wegen diesen scheiß kleinen Lecks halt, wegen diesen FPS-Einbrüche. Ja, hey. Das Komische ist, diese Koop-Missionen laggen überhaupt nicht. Da habe ich konstante 60, 80 FPS, aber hier in das Game, in Singleplayer-Mission, da fängt es an, hier zu laggen, bis du deppert. Sag Bescheid, wenn Verbesserungen ab. Für euch Leute nochmal, kann ich ja das nochmal euch zeigen. Hier Grafik 16.900. Und dann schaut es euch an. Gering, gering, aus. Alles direkt X9 sogar. Und es leckt. Ja, was heißt leckt? Aber ich habe scheiß FPS und 30 FPS ist wirklich nicht optimal. Beziehungsweise halt auch gerne mal 28 FPS. Und wenn jetzt viele Leute von euch schreiben in den Kommentaren, Zero, das menschliche Auge sieht nur 30. Wenn ich schon sowas lese, ne? Ja, es kann sein, dass das menschliche Auge 30 FPS sieht. Ist ja auch so. Aber wenn man spielt mit 30 FPS, dann merkt man das einfach ungemein, dass das Spiel langsamer läuft. Und wenn man dann auf einmal mit 80 FPS spielt, dann ist es schon auf jeden Fall eine große Veränderung oder halt überhaupt auch mit 60 FPS. Na, was soll ich machen? Oder die Grafik wirklich auf 1280 720 gleich runterschrauben. Muss ich sehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir hier nochmal ganz kurz mit unserer Tochter Sarah reden. Bestimmt hat die noch irgendwas Schönes auf dem Herzen. Vielleicht was Neues. Oder vielleicht ein neues Gespräch vielleicht am Start. Mal gucken. Woher wusstest du, dass ich es bin? Du bist der Einzige, bei dem redigiert als Anruferkennung übertragen wird. Ach, ich muss Charlie mal darauf ansetzen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wegen dieser Blacklist-Sache sind alle nervös. Aber ich weiß, dass du dich darum kümmerst und alles in Ordnung kommt. Gib mein Bestes. Was meinen die mit Amerikas Konsum? Keine Ahnung. Genau das wollen wir rausfinden. Die im Fernsehen stellen die wildesten Spekulationen dazu an.
Von mir aus sollen sie ruhig. Hab dich lieb, Kleine. Ich dich auch, Dad. Ja, das war's mit Sarah. Ja. Rufen wir nochmal ein bisschen Telefonterror. Muss sein. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Fisher. Hinterlasst eine Nachricht nach dem Ton und ich rufe zurück. Danke. Pff. Ey, so eine Schlampe, ne? Erst ist schön am Telefon und dann sieht sie... Oh, Papa ruft schon wieder an, ne? Ey, geh ich einfach mal gar nicht ran. Hier, Anrufbeantworter, gib ihn hart, Junge. Ja, so war es bestimmt. Wir haben ja gerade eben mit der Eulen da telefoniert. Ja, was soll ich machen? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich jetzt sage, bis zum nächsten Part, also bis morgen halt, oder bis zum nächsten Part irgendwann in ein paar Monaten oder keine Ahnung wann. Wegen dann muss ich mir wahrscheinlich einen neuen Prozessor einfach mal kaufen. Wegen, ich schätze mal, das liegt am Prozessor. Wegen der Prozessor, umso höher der Prozessor, umso besser die Aufnahme, die FPS beim Aufnehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel ohne Aufnehmen flüssiger läuft. Ja, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen? Ich will echt am Überlegen. Ich würde es am liebsten weiterführen, ohne Spaß. Am liebsten schön viele Parts aufnehmen und alles Mögliche, aber... Ihr seht es ja selbst. Wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Dass die Kacke hier schon etwas am Laggen ist. Und das Spielen macht dann auch für mich, ehrlich gesagt, null Spaß irgendwie. Aber wisst ihr was, ich werde es einfach im Offscreen mir durch den Kopf gehen lassen, ob ich die Bildschirmauflösung nicht komplett runterschraube auch noch, damit das Spiel dann erstmal richtig kacke aussieht, aber dafür haben wir schöne, konstante 60 oder 80 FPS. Ja, wie gesagt, egal, ich beende ab hier erstmal diesen Part und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Splinter Cell Blacklist. Mal gucken, wann er kommt, vielleicht morgen, vielleicht... Irgendwann ein paar Tagen, dafür war aber heute auch der Part etwas länger, 40 Minuten lang, davon wahrscheinlich 5 Minuten Unsinn, Gelaber und so, also nicht in der Mission drin. Schakalaka, Motherfucker, bye.